spielen gern noch eine Zugabe, aber bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass wir auch eine CD haben. Dankeschön. Thank you.
Schmidt, Stefan Brodsky, Karim Tian, Marem Dia, Janine Sonner, Edith Böckner, Aisha Tuch. Danke fürs Kommen. Edith Böckner. Hier geblieben. Es kommt noch ein kleines Zeremoniell. Das Publikum weiß es schon, hier geblieben. Das Publikum kennt das schon, die Musiker noch nicht. Die sind immer neu, da geht es immer wieder. Ich darf bei der Edith beginnen. Es gibt so Cartoons. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, keiner soll Hagenberg ohne einem Lächeln auf den Lippen verlassen. Was ist da besser geeignet als Cartoons? Und gezeichnet von einem Freistädter, der im Moment so eher in Wien in der WG mit Wolfgang Buschnick, John Sass wohnt. Und es gibt eigene für Holzblasinstrumente mit dem sinnvollen Namen Woodstock. Also so ein Klarinettel ist da aufgezeichnet. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Es war ein wunderbarer Abend. Wir werden ihn alle in guter und bester Erinnerung halten. Wir danken. Liebe Blättner. Zur zweiten Dame, das ist normal, That's Jazz, Cartoons auch von dem Senden gezeichnet. Und jeder kriegt eines, Moment. Ich habe mir gedacht, ihr habt uns jetzt schnell karikiert, oder? Das werden wir irgendwann einmal machen. Also. So, nehmt euch hier bitte ein Buch runter. Ja. Wer hat denn? Oh ja, was ist da? Ich glaube, es haben fast alle. Also können wir immer aufhören. Wer hat noch keins? Okay, wunderbar. So, wir bedanken uns nochmal auf das Allerherzlichste. Und Edith Böckner und African Jazz Spirit. Danke, Peter Gusterbauer und seinem Team. Danke auch für die Technik, war hervorragend. Ja, wenn wir schon beim Reden sind, darf ich die Gelegenheit noch kurz beim Job verfassen, auf das nächste Konzert hinzuweisen. Denn Vid Jamnik ist ein unglaublich talentierter, junger slowenischer Vibraphonist. Er studiert im Moment in Boston, Berklee School, Music School. Und er wird hier beim nächsten Mal am 10. Juni konzertieren. Und zwar mit Jim Rotondi. Jim Rotondi ist einer der großen Trompeter dieser Welt. Er ist in New York geboren. Italienischer Name, er kann zwar kein Wort mehr Italienisch, weil ich in Italienisch reden, das geht nicht mehr. Aber er ist ein unglaublich toller Trompeter und nur um die Position in die abzuchecken, der Lorenz Raab, der mit David Heilbock hier konzertiert hat, hat erst vor kurzem eine Assistentenstelle bei ihm bekommen, auf der Universität in Graz. Und ja, ich würde euch einladen, bitte alle kommen und jeder noch einen mitnehmen, dass wir hier irgendwie endlich mal zuspielen müssen. So viele Leute sind hier. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao, danke.